Oh, jetzt hier, guck mal, Ferros. Also, suchen Sie in den Tunneln unter Züshope nach Wasserventilen. Da müssen wir 3 machen. Dann nochmal die Energiezellen. Suchen Sie in den Tunneln unter Züshope nach den verschwundenen Energiezellen. Das ist was anderes. Dann finden und töten Sie den Alpha Warren in den Tunneln. Oh, da habe ich eher Schiss. Geth sind auch in den Tunneln. Das machen wir. Und was ist das? Okay. Noch was? Achso, vielleicht die Hauptmission noch. nehmen Sie den Fahrstuhl von Züshope runter zum proteanischen Skyway. Bahnen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug einen Weg zum Exogeny-Hauptquartier und untersuchen Sie die Geth-Aktivität. Dann haben wir echt was vor. Wie kommen wir zu den Tunneln? Letztens, in der einen Folge hatten wir doch die Rachni-Königin befreit. Und dann habe ich kurz so... Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Okay. Ich würde aber hier noch ganz kurz ein bisschen rumlaufen. Schnell mal schauen. Da hatten wir die Rachni-Königin besiegt. Schwein! Sie überrennen! Wer hat denn das jetzt gesagt? Ich erzähl gleich. Ich muss mich kurz konzentrieren. Und dann habe ich da irgendwie überlegt, so... Oh Mann, also ich erinnere mich... So ein bisschen so... So ganz schwammig an den ersten, habe ich ja immer wieder gesagt. Aber an diese Sequenz konnte ich mich tatsächlich erinnern. Und hier, an das hier, ist so ebenfalls etwas verschwommen in meinem Kopf. Jetzt wollte ich die Karte angucken. Da geht es zu Züshope. Und wir sind gerade in den Tunneln. Hier haben wir den Geth-Transmitter. Und hier geht es... zum Highway. Okay. Ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Wartet. Geht gleich weiter. Ich will mal hinsetzen, meine Beinchen ausstrecken. Ich habe nämlich so einen tollen Sessel, wo man das hochklappen kann für die Beine. Dann ist es ein bisschen bequemer, wenn man länger spielt. Da kann man verschiedene schöne Sitzpositionen einnehmen. Toll, ne? Hier, sind wir jetzt hier bei der Wasserversorgung? Okay, da können wir nicht weiter. Oh, hier auch nicht. Entschuldigung, bitte. Okay. Duah! Oh, ich hab's doch auf der Karte gesehen. Ah, war trotzdem überrascht. Sicher. Ja. Da, Wasserventil. Dieses Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Ja, 3 Stück, Karus. 3. Ja. Oh, du Schwein, ich will da nicht rein. Geht's da drüben? Da ist eine Tür. Ah, da ist eine Leiter. Oh. Hä, warum? Ich
Warum? Also ich verstehe es. Es hängt halt manchmal. Das ist was, was mich total nervt. Was ist er hier? Ach so. Da hinten. Oh, da hinten ist ein Mensch. Ein Menschlein. Da kommen wir nicht. Ich gehe mal zu dem kleinen Menschi. Menschi, Menschlein. Ian Newsted. Machst du hier unten, Ian? Sie sollten nicht dort runtergehen. Was machen Sie hier unten? Nicht das, was ich sollte und alles, was ich nicht sollte. Was mit ihm? Oh Mann. Das war hart diesmal. Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter den Geht her, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wer außer uns sucht noch nach den Geht? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Oh mein Gott, was alles ist mit ihm? Alles dreht sich darum, dass... Ah! Was hat er? Gehen wir. Er kann uns nicht weiterhelfen. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Wollen Sie überhaupt Hilfe? Mir helfen? Nein. Niemand kann mir helfen. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, wenn Sie mir von Ihrem Kampf erzählen. Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Je mehr man zappelt, desto... Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach... Uah! Achtung! Jetzt fängt der Spaß an. Nicht tun. Ich werde es nicht tun. Nicht tun. Okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, wir lassen den armen Menschen mal in Ruhe. Hier ging es nicht weiter, ne? Da auch nicht. Okay, okay. Oh! Sieht nicht aus, als wär's das schon gewesen. Nee, wir haben noch eins. Wir sollten uns weiter umsehen. Ja, machen wir. Guck mal, da ist eine Leiter. Drei, ne? Huch, ach, das ist eine Tür. Ich dachte, das ist eine Leiter. Ah! Oh, du kleines Ass. Wo? Gut. Ich dachte, das... Okay, davon ist auch noch. Kroganer? Das finde ich immer... Ich finde es immer komisch, wenn wir gegen Kroganer kämpfen. Ich glaube, den sollen wir kaputt machen, ne? Brauchen wir noch ein Wasserventil?
Hä? Warte mal. Geth-Transmitter, den haben wir doch aber. Okay. Ah, okay, dass wir den zerstört haben, müssen wir noch sagen. Noch was? Haben wir noch was Neues? Wasserversorgung. Ein Ventil noch. Okay, ein Ventil. Ja, wo ist dieses eine Ventil? Macht mich ganz verrückt, dass der da ist, aber das ist wahrscheinlich halt nur so markiert. Okay. Ein Wasserventil noch. Wo soll denn das sein? Hier unten? Da waren wir schon, da haben wir schon geguckt. Hier war... Das haben wir aktiviert. Und ansonsten, da war keins mehr, ne? Da war dann der Typ. Aber können wir hier noch runter? Nee. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir hier irgendwo... Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand. Ja, ja, ist ja okay. Mein Verstand gehört mir. Mein Verstand. Nee. Okay, hier geht's nicht. Noch ein, so ein kleines Wasserventilchen. Huch! Oh, schreck mich nicht so. Heidewitz. Nein! Hi! Hallo! Ah, ich glaube, ich wollte nicht zu euch. Wo ist der Alpha? Boah. Der Warren fällt von Projektilen durchsiebt zu Boden und ist tot. Dies muss das Alpha-Tier sein, der Anführer des Raubtierrudels. Gut. Guti, gut, gut, gut. Haben wir jetzt hier noch irgendwie. Sicher. Huch! Hör auf, was zu sagen. Mann. Ich erschrecke dann immer. Ich bin so schreckhaft, gerade wenn es so still ist. In solchen komischen Dingen. Ich weiß auch nicht. Macht mich immer fertig. Okay. Schön. Energiezelle haben wir. Ist doch toll, wenn man den Leuten helfen kann, oder? Oder nicht? Doch. Eigentlich schon. Gut, guti, gut, gut, gut. Brauchen wir aber noch eine Wasserleitung. Da drüben waren wir... Warte mal, wie sieht denn das aus, wenn es aufgeht? So, okay. Eine Wasserleitung. Wow. Ah. Ist sie das? Nee. Ja.
Wir haben die Wasserleitung gefunden. Das Ventil hat offensichtlich das gesamte System aktiviert, Commander. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir es hier, ne? Hier sind wir fertig. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal an die Oberfläche gehen. Hier geht's nicht weiter. Genau, hier sind wir fertig. Dann müssten wir... gleich doch mit dem Fahrstuhl fahren, ne? Hier war nichts mehr. Okay. Hier ist der Fahrstuhl. Irgendwo. Hier. Fahrstuhl zum Skyway. Pass auf. Geh nochmal kurz zu denen und gib das, die Aufgaben ab. Dann freuen die sich. Willkommen, Commander. Ich habe den großen Warren getötet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Geth beseitigt sind. Dann raus mit der Belohnung. Ich habe noch wichtigere Dinge zu tun. Wie Sie meinen. Ich hatte nicht vor, Sie noch weiter aufzuhalten. Vorbildlich und abtrünnig. Ah. Gute Arbeit mit den Geth. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Faidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen. Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder brummen. Schön. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Geth loswerden und... diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Vielen Dank nochmals, Commander. Ach, mit ihm müssen wir noch, ne? Kurz kommunizieren. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Auf Wiedersehen. Commander? Nee, mit ihm können wir nicht reden. Na gut. Dann haben wir jetzt, genau, da müssen wir... ah, Faidan, aber ich kann dem gar nichts sagen. Das wollte ich gerade machen, aber der spricht nicht mit mir. Der... jetzt. Commander, was kann ich für Sie tun? Ich habe einen G-Transmitter in den Tunneln zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Lassen Sie uns über Zeus, Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann. Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Scheiße, das wollte ich nicht. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges. Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Geth fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns? Das wollte ich nochmal. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann. Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander.
Dann haben wir. Nur noch das hier, ne? Okay. Dann fahren wir doch mal. Mit dem Aufzug. Gottes Willen. Vorsicht! Sie werden jeden Augenblick. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Kein Problem, ich bin doch da. Auf zur Gate-Basis. Klingt wie ein niveauloses Klischee. Huch! Huch! Definitiv noch hier. Da ist noch mehr, Commander, aber ich kann es noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Warte, solange ich muss. Hier drin? Meinst du hier drin? Nee. Passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Sie müssen nah genug sein, um uns zu sehen. Vergessen Sie sie. Wir müssen die Gate finden. Hier kommen wir nicht lang, ne? Müssen wir... Können wir da runterfahren? Nee, ne? Nee, dafür sind wir zu dick. Also unser Fahrzeug. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Gate. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Gate-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Faidan und einige andere Mitglieder von Zeus Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, sie wären alle tot. Ich sagte, sie wären vermutlich alle tot. Sie haben überlebt. Ob
aber die Geth haben ihn schwer zugesetzt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ist Ihre Basis in der Nähe? Sie sind schon fast da. Sie haben sich im Hauptquartier von Exogeny nicht weit von hier verschanzt. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geth, sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geth weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Aber echt, und sie du ist Arsch. Noch am Leben, ich weiß es. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Wenn sie da drin ist, hole ich sie raus. Danke, Commander. Vielen Dank. Wissen Sie, was die Geth gesucht haben? Das ist mir auch nicht klar. Wir haben hier nichts Nützliches gefunden, woran uns Exogeny nur zu gern ständig erinnert. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Das ist nicht persönlich gemeint. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir haben uns vor 4 Jahren hier niedergelassen. Bis zu den Angriffen ging es gut voran. Die größte Herausforderung war der Mangel an Ressourcen. Hier gibt es kaum etwas von Wert. Trotzdem haben wir es versucht. Wir fühlten uns schon fast wie zu Hause. Was hat Sie hierher geführt? Ich schätze, ich dachte, das wäre ein Neuanfang. Ich wollte an einem Ort leben, an dem ich das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Stattdessen wurde alles, was wir aufgebaut haben, zerstört. Es ist hart, nicht die Hoffnung zu verlieren. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Oh, das hatten wir schon. Irgendwo im Exogeny-Hauptquartier, hoffe ich. Wieso haben Sie sich von Zeus Hope abgespalten? Die meisten von uns lebten näher am Gebäude von Exogeny. Zeus Hope wurde größtenteils als Raumhafen genutzt. Als die Geth zuschlugen, haben wir uns verteilt. Bevor sie uns von den anderen erzählten, dachten wir, sie wären bei der ersten Welle umgekommen. Hätten wir gewusst, dass sie noch leben, hätten wir wohl versucht, zu ihnen zu gelangen. Sie sind jetzt relativ sicher. Vielleicht sollten Sie das tun. Das halte ich für keine gute Idee. Wir haben keine Fahrzeuge und sind auf dem Weg fast ungeschützt. So wie in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind? Wir sollten lieber hier bleiben und auf Hilfe von der Firma warten. Sie werden schon irgendwann kommen. Wofür wurde dieses Gebäude genutzt? Wir haben das Gebäude umgemodelt, um es als Hauptquartier von Exogeny zu nutzen. Dort gibt es größtenteils Büros und einige Labors. Exogeny ist gut darin, alles und jeden immer zu umzumodeln. Die Firma muss irgendwie Profit machen, Juliana. Feroz ist noch lange nicht selbstständig. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geth wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Der Typ ist komisch. Bitte versuchen Sie, im Exogeny-Gebäude so wenig wie möglich zu feuern, um den Schaden zu minimieren. Oh, ich muss Sie darüber informieren, dass die Firma nicht für Verletzungen haftbar zu machen ist, die Sie sich in unserer Anlage zuziehen. Sie sind nicht gerade ein Mann des Volkes, was? Ich mag das Volk. Und ich mag es noch mehr, wenn es Exogeny hilft, Profite zu machen. Jemand muss sich um die Kleinen kümmern. Und ich bin als einziger übrig. Nee. Ich gehe dann. Der ist es nicht wert, über ihn zu sprechen, beziehungsweise mit ihm zu sprechen. Dass die Anlage unnötig beschädigt wird. Noch halten sich die Geth tatsächlich bei Exogeny-Gelände auf. Untersuchen Sie die Lage und halten Sie auch nach Lisbeth Beinamen Ausschau. Hilfe bitten soll. Ja, mich oder was? Commander, ach so, nein. Was kann ich für Sie tun? Sorry, bleiben sorry, Sie hier, falsch. Bis ich herausgefunden habe, was die Geth wollten. Entschuldigung. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Karte, zeig mir die Karte. Wir müssen oben irgendwo weiter. Was macht denn er da? Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Ich bin ganz Ohr. Schön, schön.
Für mich ist es momentan viel zu gefährlich, in den Ruinen herumzulaufen. Warum denken die Leute immer, dass wir uns gern in Gefahr bringen? Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Sie vertrauen mir das verdammt schnell an. Haben Sie in letzter Zeit jemanden zu Exogeny gehen sehen? Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Erzählen Sie mir von den Daten, die ich für Sie holen soll. Pläne für einige Mod-Prototypen. Ich arbeite als Freischaffender und einige meiner Mods sind sehr gefragt. Warum arbeiten Sie hier im Nichts, wenn Sie doch gebraucht werden? Vielleicht, weil mich die Grenze lockt. Außerdem ist mir die Alternative doch ein wenig zu sicher. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen, solange wir nicht auffallen. Ich muss gehen. Denken Sie an meine Worte. Ja, ja. Sie sind von da gekommen, ne? Warte mal. Wo müssen wir denn weiter? Ach, nach da oben. Habe ich jetzt nicht so gesehen gerade. Sieht aus wie so ein Parkhaus. Was? Wer redet da immer? Warte mal, kann ich da rein? Ah, guck mal an, du kleine... Ich pack doch! Da kann ich rein! Gibt's denn hier was? Cool. Huch! Ach, Garus, oh mein Gott. Ah! Ich bin schon wieder geduckt. Auch wieder, ne? Und wo geht er hin? Okay. Komm ich da auch runter, wo er gerade lang gedüst ist? Hier. Hätten wir das vorhin, das habe ich wahrscheinlich zu spät gesehen, ne? Hätten wir das vorhin auch machen können. Ach, in dem anderen Tunnel, wo wir waren. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich hätten wir es da auch machen können. Halt. Hä, wo ging's hier hoch? Hier. Ja, blöd. Blöd gelaufen, würde ich sagen.
Und vielleicht ist ja dann da die Tochter drin. Hier, auf ebener Fläche stehen. Ist schon recht. Einer da oben. Ich glaube, wir müssen nach Ferros mal wieder eine Leserunde machen. Ich glaube, wir haben einiges zu lesen. Verschwenden wirklich keine Zeit bei ihrem Einzug. Was haben sie nur vor? Das macht keinen Sinn, außer sie suchen nach etwas. Hier komme ich nicht durch mit meinem kleinen Auto. Gell, oder? Kann ich hier durch? Nee. Oben lang kann ich auch nicht, ne? Was zeigt er mir hier an? Oder eine Etage tiefer vielleicht? Eine Etage tiefer. Okay, hier liegt alles in Trümmern. Gibt es hier irgendwas? Hier hinten kommen wir, so wie es aussieht, nicht weiter, außer dass hier so kleine, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, diese Viecher. Wo sind denn die? Der hat mir den gerade. Immer wenn es blockiert unten auf der Karte, sind irgendwo in der Nähe die kleinen Dinger, die an die Decke hüpfen können. Ich möchte das nicht. Das Lüftungssystem. Hier können wir nicht lang. Okay. Können wir hier drauf schießen? Wir können dieses Feld nicht zerkratzen.
einen anderen Weg nach drinnen finden. Ah, okay. Uch! Ach, Garrus, Mann! Du machst mich fertig, ehrlich. Da steht der Rex rum. Guck immer, ob es hier irgendwo noch was gibt, aber... Nö. Dann, Dechiffrierung einfach. Ach so, Entschuldigung. Ich habe vergessen zu drücken. Kam der denn jetzt gerade her? Ach, der lag da. Oh, der ist aufgestanden. Schwein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Okay, was müssen wir denn für einen Weg? Hier kommen wir nicht weiter. Okay, jetzt pass auf, warte. Also, wir sind hier. In diese nette Türe kommen wir hier anscheinend nicht rein. Also müssen wir doch hier irgendwo... Warte. Können wir hier runter? Sieht aus, als geht es hier nur nach unten, Commander. Ja, hier geht's runter. Und, pass auf, sind wir jetzt richtig... Schauen wir mal. Verdammt! Hallo, Kind. Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Geht oder einer dieser Warren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Ein paar Gate werden mich nicht aufhalten. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie sind wegen dem Torianer hier. Was ist ein Torianer? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Ich brauche mehr Informationen. Ich muss wissen, warum die Geht hinter dem Torianer her sind. Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Geht überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Irgendwelche Vorschläge? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Geht-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Geht überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Geht. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank! Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld.
Kommen wir jetzt hier? Doch. Ah, okay. Ich würde gerne hier unten noch kurz ein bisschen gucken. Gerade da hinten ist eine Türe. Jetzt mal auf die Karte schauen. Wo sind wir? Okay. Ah, durch diese Türe kommen wir dann nach oben. Umgehen das sozusagen. Würde ich jetzt mal tippen. Diese eine Barriere. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Organa, hä? Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Würde ich jetzt mal tippen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand runter. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Ah, nein! Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Darum haben sie sich so merkwürdig verhalten. Sie sollten Joker kontaktieren. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Schild ausschalten und zurück zum Außenposten. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Sind wir, warte mal. Sind von da gekommen. Ich musste kurz gucken, von wo wir gekommen sind. Aber wir können jetzt hier... Warte. So. Dann... Benutzen die Gate diese Klauen, um ihr Schiff an der Gebäudeseite zu verankern. Die Gate gehen bei ihren Landungen nicht gerade raffiniert vor. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Wir müssen ihm einen Stoß verpassen. Prüfen wir die anderen Greifer. Diese verdammten Dinger können doch nicht alle perfekt sein. Thank you.
Wir gucken uns das gleich an. Okay, wir gucken es uns jetzt an. Weil ich glaube, wir müssen dann da hinten weiter. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Ist ja auch egal. Ich bin nicht hier, um Ihre Bräuche zu lernen. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Ist ja auch egal. Ich bin nicht hier, um Ihre Bräuche zu lernen. Ist es das, wo wir vorhin? Nee, ist es nicht, ne? Da kommen wir da rein. Nee. Warte mal. Warte. Kommen wir denn da hin? Nein! Ah, nein! Es ist sehr verwinkelt hier. Wartet mal. Da steht unser kleines Auto, gell? Nach ein paar Minuten Download haben sie Gavin Hosels Designdaten. Schön. Dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Oh, es ist hier vertrackt. Hier konnten wir nichts machen, ne? Nee. Da geht's auch nicht runter. Da geht's nur hoch. Ganz schön heiß hier. Ganz schön heiß hier.
Hier ist noch irgendwas, irgendein Vieh ist hier noch in der Nähe, was die Dechiffrierung, die Karte blockiert. Dechiffrierung. Geheime Information. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Noda-Crux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Was muss ich, wo muss ich denn hin, um Gottes Willen? Steuerung Shuttlebucht für. Warum habe ich den Punkt markiert? Hinter mir geht's irgendwie. Was? Hier irgendwo? Ach, hier geht's hoch. Ach Gott. Dieser Greifer ist genauso wie der letzte. Wir müssen weiter. Aber hier können wir was. Aber hier konnten wir was machen, ne? Oder? Es sah gerade so aus. Hier, guck mal. Ah, okay. Von Waffen. Aber wenn wir das sind, dann ist das Schiff weg. Okay. Können wir jetzt hier? Wir können gar nichts. Ich verstehe es immer nicht. Geth Terminal, da. Können wir zumindest mal was machen? Geth Invasion. Laut der Daten dieser Konsole bereiten die Geth einen größeren Angriff auf den Ratssektor vor. Wenn diese Informationen korrekt sind, ziehen sie gerade eine größere Streitmacht irgendwo im Armstrong-Nebel zusammen. Private Log-Einträge von Dr. Gamorle. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie diese Proben brauchen oder warum sie in das Matadon-System geliefert werden sollten. Gemäß meiner Aufzeichnung ist da draußen nichts Interessantes. Sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zu Shuttlebucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 3 Psi oder darunter ist, funktioniert alles und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 Psi aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 Psi stieß die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. Was? Okay. Also was? Zwischen? Scheiße, ich hab's
Wir haben jetzt hier 13, sind 7, sind 20. 20. Achtung, Hochdruck. Ah! Nein! Was? 5? Scheiße, warte mal. Steht es da, was ich machen muss? Oh Mist. 13. Elf. Eigentlich muss man es nur rechnen, aber ich habe die Zahlen vergessen. War es richtig? Ach. Ach Gott, wir hätten das einfach... Okay. Ausgezeichnet, Commander. Die Felder sind gleich ausgeschaltet. Wir können uns jetzt mit diesem Torianer... Solche Missionen liebe ich. Einen Haufen Geht umlegen und das Ganze mit einem Riesen-Crash krönen. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geht im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Kommen, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Halten Sie die Kolonisten von der Normandy fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Nein! Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Hier wird es gleich vor Geht wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Oh, das wollte ich doch nicht. Ich wollte keine Warnschüsse abgeben. Hier lang.
Oh nein. Ach Gott, hier. Komme ich hier irgendwie nach oben? Hier. Scheiße, was muss ich... Warte mal. Ach, da. Muss jetzt alles wieder zurücklaufen, ne? Lang. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Ist ja auch egal. Ich bin nicht hier, um Ihre Bräuche zu lernen. Hier kommen wir nicht hoch. Ach Gott. Komm nicht hoch hier. Kann ich nicht irgendwo Schnellreise? Ups. Schnellreise machen, dass ich da hochkomme. Was hier? Ah! Huch! Hallo? Na also! Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Turianer, als Sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geth angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Turianer finden können. Aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Wo ist der Turianer? Der Turianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geth angriffen. Aber was wollen die Geth von dem Turianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Was ist Job? Wir bekommen hier eine Menge Geth-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Na dann los, Pippi.